Ein bescheidenes Herz, Jesus Christus wusch seinen Jüngern die Füße, um Demut zu demonstrieren, und forderte sie auf, dies auch anderen anzutun. Christus sagte, du nennst mich Lehrer und Herr und sagst es gut, denn so bin ich. Wenn ich dann, dein Herr und Lehrer, deine Füße gewaschen habe, solltest du auch einander die Füße waschen. Denn ich habe dir ein Beispiel gegeben, dass du tun sollst, was ich dir angetan habe, Johannes 13, 13 bis 15, Lektion, Gläubige an Jesus Christus müssen demütig sein und anderen Menschen dienen. Wir sollten nicht nur Gott treu dienen, sondern auch für die Bedürfnisse anderer Menschen sorgen. Christen sollten ihren Glaubensgenossen helfen. Es ist wichtig, dass Gottes Heilige in Einheit wirken, und wir sollten verstehen, dass jeder Vorfall, der einem Gläubigen passiert, allen Gläubigen passiert. Kein Christ sollte es sein, besessen von seiner Position oder seinen Bedürfnissen und betrachten andere als minderwertig. Obwohl wir nicht alle Führer sein können, sind wir alle berufen zu dienen, und wir müssen einander fleißig dienen. Jeder muss das wahre Symbol des Christentums ehren, die Liebe, Gebet, lieber Jesus Christus, ich empfange deine Gnade durch Glauben, andere Menschen wirklich zu lieben. Hilf mir, meine Mitchristen zu unterstützen und meine positiven Beiträge zu ihrem Leben zu leisten. Lassen Sie mein Interesse am Erfolg der Menschen echt sein. Bitte, lass deine Liebe von jetzt an und immer reich in meinem Herzen wohnen. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen.